Ich glaube, wir müssen raus aus diesem Diskurs und aus der Debatte, dass unser Wohlstand quasi was Asoziales ist, dass unser Wohlstand etwas ist, für den wir uns schämen müssen und wo wir ständig darüber diskutieren, wie wir den eigentlich beschränken können, wenn wir darüber diskutieren, wie wir irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen treffen oder Klimagesetze beschließen, die genau das ja dann wieder erschweren, die unsere Industrie schaden und unsere Wirtschaft schaden. Und da ist natürlich schon in den vergangenen Jahren, nicht nur in Österreich, aber auch in Europa, eine völlig falsche Debatte entstanden, wo wir jetzt eben sehen, dass wir in Europa nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wo wir sehen, dass wir zum Teil gewisse Produktionsbereiche in Europa überhaupt nicht mehr abdecken können. Und genau da müssen wir wieder hin. Und anstatt uns ständig in moralischen Debatten zu verstricken oder in Österreich zum Beispiel anfangen, über so veraltete Konzepte wie Erbschafts- oder Vermögensteuern zu diskutieren, was ja völlig absurd ist, sollten wir uns genau wieder mit den Fragen auseinandersetzen, wie wir uns unseren Wohlstand nicht nur erhalten, sondern wie wir endlich auch wieder dahin kommen, dass wir ihn versuchen auszubauen. Wieso schmunzeln Sie, Herr Bornwiener? Ja, weil veraltete Konzepte finde ich so großartig. Es gibt fast kein Land auf der Welt, das keine Erbschaftssteuer hat. Es waren die USA, die ja der Hort des Kapitalismus sind, die immer und immer wieder darauf geachtet haben, dass die Vermögenskumulation nicht zu groß ist, weil sie gewusst haben, dass es auf der einen Seite die Oligopolbildung bis hin zur Monopolbildung begünstigt. Und wenn wir sehen, weil da bin ich ganz bin, ich glaube auch, dass wir eine große, tiefgreifende Reform brauchen. Wir brauchen eine Reform, die auf der einen Seite den Faktor Arbeit entlastet und auf der anderen Seite die Akkumulation von Kapital, vor allem auch transgenerational, beschränkt. Also wir brauchen Vermögenssteuern und wir brauchen Erbschaftssteuern. Es kann doch nicht sein, dass eine Pflegekraft rund um die Uhr arbeitet und trotzdem nicht auskommt und dann betteln muss, dass sie ihre 10% Gehaltserhöhung bekommt, während in den Krisenjahren die 100 reichsten Menschen in Österreich ihr Kapital um 30% vermehren konnten. Das ist doch obszön. Und das ist genau das, was viele, viele Menschen nicht mehr verstehen und nicht mehr akzeptieren wollen, dass sie sagen, wir gehen arbeiten, wir leisten unseren Beitrag, wir sind dabei, diesen Sozialstaat zu erhalten für uns alle. Und die paar Reichen, die wir haben, werden immer reicher und sind nicht einmal bereit, etwas zu bezahlen, nämlich 1% oder 0,5%, wenn sie ein paar Milliarden von Papa oder Opa geerbt bekommen. Das ist unzeitgemäß, Frau Sachsdehner. Entschuldigung, Herr Bornwiener, aber der österreichische Staat hat ja wohl mit Sicherheit kein Einnahmenproblem. Und was Sie bei all Ihren Ausführungen vergessen dazu zu sagen, ist, dass die oberen 10% unseres Landes mehr als die Hälfte der Lohnsteuer finanzieren. Von denen rede ich aber nicht. Und unser ganzes Sozialsystem finanzieren. Und ich halte diese Debatte, wo wir ständig darüber nur sprechen, wo wir Leuten wieder was wegnehmen, wo wir neue Steuern einführen, die halte ich für brandgefährlich. Glaubt denn irgendjemand hier am Tisch, dass wir auf diese Art und Weise Menschen dazu zu bringen, mehr zu leisten oder wieder etwas aufbauen zu wollen? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaub, das ist das 0,1 Promille verkehrte Verständnis von Gerechtigkeit. Nein, gerecht. Es ist nicht gerecht, dass die 0,1% in Österreich, ohne dass sie einen Tag ihren Finger krumm machen müssen, das vererbt bekommen, was vor 300 Jahren irgendjemand zusammengestohlen hat. Während diejenigen, die jeden einzelnen... Nein, das ist die Realität. Wen würde das treffen? Genau, holen wir mal den Herrn Böchinger mit rein. 300 Jahre ist schon mal ein langer Zeitraum. Kennen Sie irgendein Firmenunternehmen oder ein Familienunternehmen, wollte ich sagen, das 300 Jahre existiert? Ja, ich kenne sehr viele Grundbesitzer in Österreich, die von Napoleon noch etwas geschenkt bekommen haben, das heute verwalten. Es gibt auch hier einen Zyklus. Ich glaube, das generationsübergreifende Erwerben von Vermögen, das muss der Staat den Bürgern lassen. Das ist ein Anreizsystem. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich mein Vermögen, und ich hoffe, dass ich ein bisschen was zusammenkriege, bis es soweit ist, meinen Kindern überlasse, dann ist das meine Lebensentscheidung und nicht die meiner Kinder. Und es gibt nicht, man kann das auch verprassen oder, keine Ahnung, vielleicht irgendwas investieren und fehlinvestieren. Sollen ja nicht weggenommen werden. Wenn ich meinen Kindern etwas überlasse, ist es meine Entscheidung. Definitiv. Und darum ist es auch nicht, wie soll ich sagen, geht es auch nicht, denjenigen zu bestrafen, der als Erbe auftritt. Es wäre zugleich eine Bestrafung des Erblassers. Und das lassen wir nicht gefallen. Es ist meine Entscheidung, mit versteuertem Geld etwas zu sparen, was ich meiner Familie übergebe. Lassen Sie mich noch was erzählen. Ja. Warum ich glaube, dass Erbschaftssteuer insgesamt sozialpolitisch und gesellschaftspolitisch gefährlich ist. Wir brauchen, um Vertrauen zu haben in Institutionen, den Glauben an solidarische Klammern. Gibt es die EU, da gibt es den Staat, das Volk meinetwegen, von mir ist die Welt, keine Ahnung. Die einzige konkrete solidarische Klammer, die wirklich funktioniert, ist die Familie. Das ist das Einzige, wo man bereit ist, auf was zu verzichten. Und jeder von uns ganz ehrlich ist, sind die eigenen Angehörigen. Die Kinder,
die Frau, die Eltern, Ende. Wenn ich diese solidarische Gemeinschaft bestrafe, wie soll ich den Menschen erklären, dass sie für deutlich abstraktere solidarische Klammern Steuergeld aufwenden sollen? Sie bestrafen mich, weil ich meine Kinder was vererben will, nein. Aber ich soll mein Steuergeld nach Brüssel zahlen? Das wird nicht funktionieren. Es erinnert mich so von der Argumentation her, deswegen der Name. Aber nein, Herr Böchinger, tut mir leid. Ich finde es auch total verstörend. Sie geben, Sie nennen da ein Beispiel, Sie wollen Ihren Kindern etwas vererben. Das finde ich, ich möchte meinen Kindern auch was vererben. Aber vor allem Werte, vor allem Lebensperspektiven. So, jetzt überlegen wir. Es geht darum. Sie haben von Familie gesprochen und von der Werthaftigkeit von Familie. Da geht es um Werte. Da geht es nicht um Geld in erster Linie. Wenn es bei Ihnen um Geld geht, okay. Aber ich sage Ihnen was. Nein, in erster Linie müssen die Leute mitziehen. Nein, in erster Linie gibt man eine Haltung mit. Aber wie auch immer. Sie haben gut gewirtschaftet. Sie haben über 1 Million Euro, sagen wir mal. Und Ihre Kinder, die wahrscheinlich auch sich irgendwas aufbauen wollen, erben dann, wenn sie wahrscheinlich 50 oder 60 sind, ich wünsche Ihnen ein langes Leben, dann 5 oder 10 Millionen Euro. Und Sie sagen, es ist nicht gerechtfertigt, dass die dann einen halben Prozent drauf zahlen. Aber wenn ich im Supermarkt gehe... Lassen wir uns einander ausreden, das wäre nett. Ganz kurz, dann vielleicht ein bisschen nur mehr an der Basis an. Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Das ist eine völlige Absurdumführung des Begriffs. Ist der Sozialstaat eine Form von Gerechtigkeit oder ist es einfach ein gesellschaftlicher Deal? Nein, ich finde eine Form von Gerechtigkeit. Nein, ist falsch. Natürlich. Vielleicht fragen wir mal den Herrn Ander, wie sehen Sie das? Sie haben jetzt eine ganze Weile zugehört. Sind Erbschaftssteuern, Vermögenssteuern, sind die gerecht oder darf der Staat hier nicht eingreifen? Es gibt ja, also zumindest in Deutschland gibt es ja Erbschaftssteuern. In Österreich auch. Nein. Immo ist de facto eine. Okay. Nicht also, es gibt Pläne der SPÖ, diese wieder einzuführen. In Deutschland gibt es Erbschaftssteuern, die sind relativ hoch auch. Es gibt einen Freibetrag, der ist nicht so hoch. Und da ist dann die Frage, wenn man eine Erbschaftssteuer einführt. Wie hoch ist der Freibetrag? In Amerika zum Beispiel ist der viel, viel höher als in Deutschland. Und wenn man einen entsprechenden Freibetrag da einführt, dann kann man sicherlich darüber reden. Ich halte aber nichts davon, den Menschen das Gefühl zu geben, dass von ihrem bereits versteuerten Einkommen, von dem sie ja etwas aufgebaut haben, gleichzeitig, wenn sie etwas weitergeben wollen, der Kernteil wegbesteuert wird. Und so ist das in vielen Ländern. Mein Eindruck, das ist auch in Deutschland so. Und dann fällt nämlich die Motivlage weg, zu sagen, ich gebe denen, die mir am nächsten sind, etwas weiter. Also mit großen, hohen Freibeträgen, wo das, was man sich als normaler Mensch zusammensparen kann, bin ich dafür. Vermögensteuer halte ich nichts von, weil Vermögende werden schon übers Maß hinaus belastet mit in Deutschland Steuersätzen von, wenn man alles zusammennimmt, 50% und mehr. Dann nähern wir uns alten britischen Verhältnissen an. Mhm. Aber Fakt ist auch, um etwas weitergeben zu können, muss man es zuerst einmal verdienen. Ja, und da sind wir bei der aktuellen Problematik, dass Arbeitskräfte an allen Ecken und Enden fehlen. Jetzt gibt es aber Bestrebungen von der SPÖ, die auch diese Steuern jetzt wieder ins Spiel bringt, die Arbeitszeit zu verkürzen. 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Ist dieser Plan für die Betriebe Gift? Herr Böchinger? Ja, das ist Gift für die gesamte Gesellschaft. Ich kann mich erinnern, es gab SPÖ-Parteitage in den 70er Jahren, von Bruno Kreisky noch geführt damals, da waren die Schlagwörter Leistung, Aufstieg, Sicherheit. Wenn man sowas liest, glaubt man, hat man es beim FPÖ-Parteitag. Also das ist völlig weg, völlig fremd. Das ist so eine sozialistische Folklore, die da irgendwie vorgetragen und vorgetrieben wird, die uns alle natürlich nicht in den Wohlstand führt. Das macht nichts gerechter, wenn man sagt, wir arbeiten jetzt weniger. Es muss doch ein Ansporn sein, Aufstieg zu erleben. Kreisky-Doktrin, Aufstieg. Warum will es keiner mehr? Das ist so eine Umverteilung. Es ist Umverteilung, bis halt keiner mehr irgendwas hat. So gemeinsam arm sein, ausgenommen die politische Nomenklatur, die uns dann sagt, was wir zum Tun haben. Das ist ja der sozialistische Traum für viele, für mich ist es Gott sei Dank ein Albtraum. Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so, es ist wurscht, ob es rechts oder links ist, dieser kollektivistische Wahnsinn, in dem wir uns befinden, wo alle gemeinsam, der Staat macht was besser. Ich meine, bitte denkt man doch einmal gemeinsam nach. Ich glaube tatsächlich, dass die österreichische Schule der Wirtschaftsökonomie, also der Nationalökonomie, einen im Wesentlichen wichtigen Satz oder wichtigen Inhalt hat. Und das ist, die Unternehmer an sich entwickeln
durch Glück, Zufall oder und Erfahrung einfach das, was uns voranbringt und nicht ein politisch-synthetisches Konzept, das uns irgendwie erklärt. Und schon gar nicht der Herr Babler. Herr Baden-Wiener, Sie runzeln die Stirn, sozialistischer Traum oder Albtraum? Ja, ich meine, dieses Anprangern des Staates finde ich total lustig. Wir werden nachher noch drüber sprechen, weil es ist Ihre Gesinnungsgemeinschaft, die die Festung Österreich fordert. Und ich glaube, die bauen auch nicht jeder in seinem Schrebergartel alleine um sie heraus. Und da geht es auch darum, dass der starke Staat an der Grenze steht und Mauern aufsetzt. Können wir nachher drüber reden. Aber der Punkt ist für mich der. Warum bin ich dafür, dass wir die Arbeitszeit verkürzen? Weil wir seit den 1970er Jahren, wo es die letzte große Arbeitszeitverkürzung gab, massive Produktivitätszuwächse in den Unternehmen hatten, aber die Reallohnzuwächse stagnieren. Wir sind eben jetzt zum ersten Mal seit langem in einer Situation, wo man den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sagt, ihr müsst auf euer Gehalt verzichten, ihr werdet in Zukunft real weniger verdienen als zuvor. Und das ist das, wo man den Leistungsgedanken abbaut. Wenn die Menschen sagen, in der Krise bin ich derjenige, der arbeiten geht und ich werde trotzdem nicht einmal, die Inflation wird mir abgegolten, während ich sehe, dass Kofag und Co. total dubios und intransparent Milliarden verteilt haben, dann bricht etwas, da bricht ein Grundkonsens und da ist der Streik noch das geringste Problem, das wir haben. Ich glaube, die Debatte um die Arbeitszeitverkürzung, ich habe noch nie gehört von irgendjemandem, der gesagt hat, 32 Stunden morgen bei vollem Lohnausgleich Reduktion. Es geht immer um eine stufenweise Reduktion, aber ich bin der Meinung, wir haben uns verdient, und das zeigen auch Studien, ich bin Ökonom, es gibt auch Studien, die zeigen, dass die Produktivität steigt bei kürzeren Arbeitszeiten, und ich glaube, es würde uns allen volkswirtschaftlich, aber auch betriebswirtschaftlich gut tun, wenn wir wieder dorthin kommen, dass die Beschäftigten Anteil an den Produktivitätszuwächsen bekommen. Das ist ja auch das Argument der SPÖ. Andreas Babler sagt, wenn wir die Arbeitszeit verkürzen, dann werden die Menschen produktiver, sie sind gesünder, sie sind ausgeruhter. Und bei Null ist sie dann am produktivsten. Oder? Was sagst du, Lena? Was ist das ideale Maß? Das ist so nicht richtig, ja? Weil Sie wissen ja sicher genauso gut wie ich, dass wenn man sich die faktischen Zahlen anschaut, dann gibt es in Österreich schon seit Jahren eine Arbeitszeitverkürzung. Es wird immer weniger gearbeitet, weil ja bereits viele Unternehmen, wo das möglich ist, wo es auch Sinn macht, wo es praktikabel ist, da ja selbst schon darauf setzen und ihre Arbeitszeit verkürzen und die Arbeitnehmer immer weniger arbeiten. Aber eben nur dann, wenn es für das Unternehmen sinnvoll ist und wenn es auch, wenn es richtig ist und wenn es passt für beide Seiten. Und trotz dieser Arbeitszeitverkürzung der letzten Jahre steigt die Produktivität, also aber trotzdem nicht so, wie wir es gerne hätten. Also an der Rechnung kann etwas nicht funktionieren. Und man muss schon dazu sagen, eine gesetzlich vorgegebene Arbeitszeitverkürzung, wie sie die SPÖ fordert, würde am Ende des Tages genau die Branchen unter Druck bringen, von denen Sie die ganze Zeit vorher referieren, wo man jetzt schon weiß, dass es sich de facto nicht ausgeht, weil so viele Arbeitskräfte fehlen. Und genau die würde man dann noch weiter unter Druck setzen. Und das kann ja nicht das Ziel dahinter sein. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben zu wenig Menschen in der Arbeit. Wir haben gleichzeitig die Frage, wie viel ist noch gerecht oder möglich zu bezahlen. Wer weniger arbeitet, stellt seine Leistung dem Unternehmen weniger zur Verfügung. Bei vollem Lohnausgleich ist das dann eine Lohnerhöhung. Die muss ich natürlich mit einbringen. Wenn ich aber keinen Menschen habe, der diese Arbeit dann tut, in der Zeit oder einstellen kann, dann fehlt mir etwas als Unternehmer. Insofern bin ich sehr dafür, die Lage der Unternehmer auch ein bisschen stärker mehr in den Blickpunkt zu nehmen. Denn die müssen das in irgendeiner Form ausgleichen. Flexibel sind alle genug, das haben sie während Corona bewiesen und haben gezeigt, dass sie zu unterschiedlichen Modellen in der Lage sind. Aber alles, und ich wiederhole mich da, was ausgegeben wird, muss zuvor erwirtschaftet werden. Und wenn man sagt, man fordert eben 32 Stunden, dann muss man sagen, der SPÖ, der ehemalige Finanzminister der SPÖ, Hannes Andreusch, hat heute, ja zumindest 11 Jahre war Finanzminister, glaube ich, ein Interview gegeben, hat gesagt, das ist ideologische Träumerei, diese 32 Stunden. Ich glaube, der Hannes Andreusch ist nicht wirklich der beste Referent für sozialdemokratische Politik. Aber Herr Baden-Wiener, es gibt ganz aktuell auch kritische Stimmen aus der SPÖ, von Thomas Schaden zum Beispiel, SPÖ-Unternehmervertreter, der sagt, er selbst hat einen Betrieb, wenn das kommt, dann muss er einen Mitarbeiter kündigen. Genau, und deswegen darf das auch nicht eine singuläre Maßnahme sein. Und ich habe auch noch nie in einem Wirtschaftskonzept, weder von der SPÖ noch von sonst jemandem, die Arbeitszeitverkürzung als eine singuläre Maßnahme gesehen. Das muss natürlich immer im Rahmen eines Paketes sein. Nein, das ist überhaupt nicht Augenauswischerei. Genau, das fordert ja die SPÖ. Nein, überhaupt nicht. Es muss eine Lohnnebenkostensenkung geben und mit der können wir solche Maßnahmen, die dazu führen, dass die Produktivität in den Unternehmen steigt, weil davon hat ein Betrieb auch mehr, wenn Beschäftigte gerne arbeiten gehen. Und wenn wir uns den Pflege- und Sozialbereich anschauen, die Gesundheitsbereiche, die in den nächsten Jahren
unglaublich explodieren wird, wo wir wahnsinnigen Bedarf haben. Warum gehen so wenige Menschen in den Bereich rein? Weil die Menschen mit 50 spätestens psychisch und körperlich fertig sind. Und dass wir da nicht drüber reden können, dass wir eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich haben, dass wir da nicht drüber reden können, dass die Menschen früh in Pension gehen können, dass wir immer noch quasi alle über einen Kamm scheren und sagen, der hinterm Computer sitzt, muss genauso lange hackeln gehen wie derjenige, der am Pflegebett sitzt. Und es gibt die gleichen Verdienstmodelle. Das ist wirklich anachronistisch. Und deswegen glaube ich, wir müssen dorthin kommen, und da gebe ich Ihnen recht, die Unternehmen müssen die Möglichkeit haben, all diese Ausgaben zu finanzieren, indem sie bitte weniger an den Staat abführen. Und dann geht sich das aus. Also mehr Entlastungen auf die Arbeit? Natürlich, also die Lohnnebenkosten, die wir in Österreich haben, und die Steuer- und Abgabenquote in unserem Land ist natürlich ein riesengroßes Problem und ist sicherlich etwas, was wir ändern müssen und wo wir sicher mehr Entlastungen brauchen für die Leistungsträger in unserem Land. Aber noch ein Satz zu dem, was der Kollege gesagt hat. Ich finde das eh ganz nett, was Sie da ausführen und was Sie sagen. Ja, und wahrscheinlich wird man uns bei dem einen oder anderen Thema auch treffen. De facto ist aber schon die Frage, was sagt die SPÖ und was fordert die SPÖ? Das war nämlich die Eingangsfrage. Und die schert sich überhaupt nicht um die Produktivität von Unternehmen. Die diskutieren nur den ganzen Tag darüber, wie man Unternehmen bestrafen kann, damit sie ihren eigenen Klassenkampf befeuern können. Das ist ein schöner Feindbild. Weil sie glauben, dass sie damit irgendwo parteipolitisches Kleingeld wechseln können. Das merken wir jetzt bei den Streiks, das merken wir bei den Lohnverhandlungen und das merken wir jeden Tag, wenn wir die Zeitung aufschlagen. Und das ist schon auch ein wichtiger Teil der Wahrheit, den man dazu sagen muss. Aber die ÖVP könnte ja jetzt handeln und etwas ändern an dem ganzen System. Naja, es ist nicht so, als ob wir in diesem Bereich nichts getan hätten. Wir haben eine ökosoziale Steuerreform beschlossen, wir haben die kalte Progression abgeschafft. Das sind schon alles wichtige Meilensteine in dem Bereich, den wir vorher jahrzehntelang diskutiert haben. Dass es aber trotzdem noch mehr braucht, ist keine Frage. Stichwort, es braucht mehr, es braucht auch mehr Arbeitskräfte. Und da hört man dann immer wieder das Argument, wenn es um den Arbeitskräftemangel geht, wir müssen auf Zuwanderung setzen. Wir brauchen die Zuwanderung, weil wir brauchen die Arbeitskräfte. Wenn wir uns aber jetzt ansehen, wie sehr die Menschen integriert sind am Arbeitsmarkt, die seit ein paar Jahren bei uns sind, da sieht man ganz deutlich, da gibt es Luft nach oben. Ja. Also wir sehen, die Flüchtlinge, die 2015, 2016 zu uns gekommen sind, sind zu 60% erwerbstätig. Bei Frauen liegt die Quote bei 20-25%. Also da gibt es doch noch einiges zu tun. Frau Sachslinger, wie schaffen wir es, dass wir die Migranten, die bei uns sind, noch besser in den Arbeitsmarkt integrieren? Naja, man muss zum einen sagen, dass wir in den vergangenen Jahren eine völlig falsche Debatte in dem Bereich geführt haben, wo wir ständig nur darüber gesprochen haben, was der Staat bereitstellen und liefern muss, damit Menschen bei uns integriert werden können. Und da gab es immer dieses Märchen, das gern von linken Parteien erzählt wurde, wenn wir alle es in Österreich nur eh fest genug wollen und genug daran arbeiten, dass wir Menschen integrieren bei uns, dann wird es schon funktionieren. Die Wahrheit ist, das stimmt nicht, es funktioniert nicht, weil wir vergessen haben einzufordern, dass die Menschen, die zu uns kommen, dass die in erster Linie dazu bereit sein müssen, sich zu integrieren und dafür auch etwas leisten. Und das bedeutet natürlich, dass wir im Bereich der Integration überall da, wo wir können, die Daumenschrauben viel fester andrehen müssen. Ja? Daumenschrauben fester andrehen? Was hindert die ÖVP, die seit 35 Jahren für den Sicherheitsbereich verantwortlich ist und wo sogar jemand sich mit einer neuen Willkommenskultur profiliert hat als Staatssekretär, das zu machen? Also das ist ja das, was mich immer so arg finde. Wenn du die ÖVP, die immer in der Verantwortung ist und in den letzten Jahrzehnten war, fragst, dann sagen sie immer die Linken. Das hat mit den Linken gar nichts zu tun. In dem Fall geht es, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wir haben tatsächlich ein gesellschaftliches Versagen. Wir haben in Wien und in anderen Städten zum Teil Parallelwelten und Parallel-Subkulturen, wo aus meiner Sicht auch Missbrauch an Kindern gemacht wird, wenn man nicht zu Hause Deutsch spricht und sie nicht in die Schulen schickt und die Mädchen anders erzieht als die Buben und so weiter. Das muss aufhören. Ich glaube, da waren auch wir Linke viel zu lange auf einem Auge blind und das muss abgestellt werden. Aber gleichzeitig müssen wir uns die Frage stellen, wie gehen wir damit um, dass wir in Deutschland, ich kenne die Zahlen für Österreich nicht, aber in Deutschland hat eine Wirtschaftsforscherin gesagt, sie brauchen bis zu 1 Million Zuwanderung pro Jahr, um das Wirtschaftswunder Deutschland am Leben zu halten, weil sie so einen Arbeitskräftebedarf haben. Ich glaube, in Österreich wird es ähnlich sein, wenn ich mir die Geburtenquote anschaue und wenn ich mir anschaue, das Bevölkerungswachstum in Österreich ist ausschließlich auf Zuwanderung zurückzuführen. Da müssen wir uns entscheiden, wollen wir in Schönheit sterben und aussterben quasi, oder versuchen wir, uns zu öffnen und tatsächlich eine Form von qualifizierter Zuwanderung zu schaffen, die wir momentan nicht machen, und die Rot-Weiß-Rot-Karte kann das nicht kompensieren. Dann brauchen wir neue Antworten. Nur mit Festung Österreich werden wir überhaupt keine qualifizierte Zuwanderung bekommen. Da werden wir maximal irgendeinen Straßenkampf bekommen. In das Ihrer macht Argumentation sehen wir die ganze, ich sag's mal nett, Komplexität des Themas. Und natürlich versuchen Sie auch, uns hier ein bisschen mit aller Differenzierung das Wort Zuwanderung schön zu färben.
nach dem Motto, wir haben 1 Million offene Stellen in Deutschland. Wir haben übrigens auch 2,6 Millionen Arbeitslose, die aber irgendwie nicht mit diesen offenen Stellen übereinander passen, wundersamerweise. Deswegen brauchen wir Zuwanderung. Zuwanderung ist also nicht böse, sondern gut. Und Zuwanderung muss man in irgendeiner Weise steuern. Leider ist es bisher nie erfolgreich erfolgt. Wir haben in Deutschland beispielsweise den Arbeitsmarkt komplett geöffnet für ukrainische Flüchtlinge, die auch ungefähr 1 Million, natürlich auch Frauen und Kinder, die gekommen sind, und im deutschen Arbeitsmarkt von Anfang an zur Verfügung stehen. Das klappt mal, mal klappt es aber auch nicht. Ja. Und mal, und das ist jetzt keine FPÖ oder auch AfD-Rhetorik, hört man immer mehr, man kann es auch nachverfolgen, dass Ukrainerinnen und Ukrainer zum Teil auch wieder zurückkehren, wenn die Heimat denn im westlichen Teil sicher ist, und aber einmal im Monat kommen, um sich entsprechende soziale Leistungen abzuholen. Das ist keine Verfemung, auch keine Pauschalisierung dieser Gruppe, aber es ist auch Realität. Für Abschied.